Willkommen zu meiner Morgenroutine. Nach ein bisschen Kuscheln und Strecken geht's realistisch gesehen erstmal ins Handy. Und dann ist auch realistisch, dass wir meistens noch ein bisschen mit Sura im Bett spielen, weil sie das ultra liebt, unter der Decke so zu spielen, zu catchen. Und dann gehe ich immer erstmal zum Fenster, check das Wetter ab. Heute war mega gutes Wetter, mach mal ein bisschen das Fenster auf, lass ein bisschen frische Luft rein und gehe dann erstmal die Katzen füttern. Ja, los! Ja. Ist ruhig. Du weißt genau, wie es geht. Du hast nur keinen Bock, es zu machen. Nachdem die Katzen gefüttert sind, versuche ich mir aktuell mal direkt ein Glas Wasser zu machen und mich auf meinen Rad zu schwingen, bevor ich irgendwas anderes großartig mache, damit ich es auch wirklich durchziehe. Und ich mache mir nebenbei einfach immer so eine Serie an oder so, damit es nicht ganz so langweilig ist. Und dann geht es auch schon ab ins Bad. Als nächstes steht dann Zähneputzen an. Und dann gucke ich mir mal ein bisschen meine Haare an, schaue, ob ich noch einen Tag machen kann, ohne sie zu waschen, weil ich aktuell versuche, sie nicht ganz oft zu waschen. Dann mache ich sie mir hoch und dann geht es auch schon ab in die Dusche. Nach dem Duschen geht es direkt an meine Hautpflegeroutine. Ich benutze hier aktuell meine Salted-Produkte. Falls ihr Salted noch nicht kennt, da bekommt ihr nachhaltige Hautpflege, die vegan ist, in Deutschland hergestellt wird und auch Verpackungen nutzt, die komplett auf Mikroplastik verzichten. Das hier ist meine aktuelle Routine. Ich starte mit meinem Reinigungsschaum. Weiter geht es mit einem Niacinamide-Serum. Das hat einige Vorteile. Ich benutze es vor allem ganz gerne, weil ich Rosacea habe. So eine kleine Hautsache, seht ihr an meinen geröteten Wangen und das dort auch hilft. Und dann abschließend natürlich noch eine reichhaltige Pflege. Meine Haut kommt einfach super mit den Salted-Produkten klar. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Ihr bekommt auch mit meinem Code MAGGIEXO40 aktuell 40% Rabatt dort. Wenn ihr mir zum Beispiel auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich schon sehr lange die Salted-Produkte verwende. Die haben jetzt nochmal ein ganz neues System quasi rausgebracht, wo ihr mit so einem Matchmaker auf der Seite ganz genau und detailliert eure Bedürfnisse, was ihr euch wünscht von eurer Hautpflege, was eure Haut braucht, eingeben könnt. Ihr könnt teilweise Texturen auswählen, ob ihr Schaum möchtet oder Gel. Ihr könnt auswählen, ob ihr Duft in eurem Produkt haben wollt und wenn ja, welchen. Ich finde das so toll, weil Haut ist so individuell und die Bedürfnisse, die wir alle haben, sind so individuell. Aber nicht jeder kennt sich so 100% mit den ganzen Möglichkeiten aus. Deshalb finde ich diese Fragebogen super hilfreich. Man bekommt dann das vorgeschlagen, was zu einem passt. Ihr könnt dann auch irgendwie eure Bedürfnisse zum Beispiel anpassen, wenn ihr jetzt erst so ein bisschen auf Glow gehen wollt und dann merkt ihr, dass ihr irgendwie ein bisschen unreinere Haut bekommt, dann könnt ihr auf Anti-Pickel-Produkte umsteigen. Also ihr könnt es wirklich total individuell entscheiden und immer wieder anpassen an eure Bedürfnisse. Ihr habt vielleicht schon gesehen, die Produkte werden jetzt auch teilweise mit eurem Namen personalisiert, auch mega cool. Salted hat auch allgemein das Produktportfolio erweitert, also es gibt auch ganz viele neue Produkte, die ihr vielleicht von vorher noch nicht kennt. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, einfach mal diesen Matchmaker zu machen. Ist natürlich auch vollkommen kostenlos, ihr könnt danach noch entscheiden, ob ihr das bestellen wollt, was euch vorgeschlagen wird oder welche Produkte davon zum Beispiel nur. Und mit meinem Code bekommt ihr, wie gesagt, 40% Rabatt. Der Code ist MAGGIEXO40 und ich verlinke euch natürlich auch alles Wichtige nochmal in der Infobox. Ich kann euch nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Ich bin mega happy damit und ich kann euch absolut empfehlen, die Schaumkonsistenz zu wählen, wenn ihr auf sowas steht. Der Schaum ist so schaumig und weich. Es ist mein absolutes Lieblingsprodukt geworden deswegen. Manchmal setze ich mich ganz kurz raus, atme kurz ein paar Züge frische Luft ein. Heute ist einfach so gutes Wetter, es ist richtig schön. Ich muss sagen, ich arbeite auch ein bisschen daran, mir mehr so ein paar kleine Achtsamkeitsmomente irgendwie auch für mich selbst zu nehmen, wo ich einfach mal nur sitze, atme und irgendwie darüber nachdenke, wofür ich so dankbar bin. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht alles ein bisschen so, ja, okay, aber es hilft so sehr und es kann regelrecht den ganzen Tag verändern, wenn man sich einfach so einen kleinen Moment für sich nimmt und den mit positiven Gedanken füllt und daran versuche ich auch zu arbeiten, weil mir das einfach so doll hilft, den Tag einfach danach noch besser anzugehen. Nach meiner kleinen Aufräumaktion geht's ans Frühstück und was soll ich sagen, Leute, ich esse immer noch das gleiche Frühstück. Ich liebe es einfach so, ich habe es immer noch nicht satt. Aber ihr holt euch dazu einfach ein Brot eurer Wahl, gebt da ein bisschen Avocado drauf, ich salze die immer noch ein bisschen, dann ein paar geschnittene Tomaten, auch die kann man noch mal ein bisschen salzen, ich nehme auch noch mal ein bisschen andere Gewürze, so Knoblauch und so.
Und dann einfach noch ein bisschen Feta-Käse oder Körnigen Frischkäse obendrauf. Ich nehme jetzt aktuell auch mal Körnigen Frischkäse, finde ich auch sehr lecker. Und obendrauf etwas Balsamico-Creme. Och, so lecker. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Und heute habe ich mir einen Eiskaffee gemacht, weil das Wetter einfach, ja, perfekt war für einen kalten Kaffee. Und so mache ich den eigentlich immer. Es fragen auch einige. Einfach einen doppelten Espresso, ein bisschen Milch und Eiswürfel. So, Zeit zum Fertigmachen. Ich mache jetzt erstmal Trockenshampoo ins Haar. Ein bisschen. Ich spule das einfach immer so ein bisschen grob rein und kenne das dann auch nicht groß aus, sondern lasse das erstmal einziehen, während ich mich schminke. Ich habe übrigens seit neuestem Hörbücher für mich entdeckt und höre jetzt gerade von der neuesten Bridgerton-Staffel, die es ja auf Netflix jetzt seit neuestem gab, das passende, also das Buch quasi als Hörbuch, weil mir einige gesagt haben, dass das Buch von der Thematik her echt nochmal ziemlich anders ist als die Serie, beziehungsweise dass es einfach nochmal andere Konflikte, ein paar andere Storylines irgendwie so gibt. Naja, ich höre es mir auf jeden Fall jetzt gerade mal an und finde es bisher auch ganz cool, eigentlich nochmal so eine andere Version davon zu hören, weil ich eigentlich Bridgerton echt gerne mag. Und das höre ich jetzt beim Schminken. Ich habe hier meinen Kopfhörer drin. Okay, let's go. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. Seen you from around the way. You didn't give me the time of day. You be making moves that, yeah, who really care what Simon say? All the bad things, girl, I had to look past that. Call yourself a dime, I'm just trying to get my cash back. You be looking fine, so no wonder they can't match that. Louis V scarf, or I'm chilling with a dad hat. Whoa. Slow it down like that. Just hold me down like that. I'm on a So, wir sind ready gemacht, angezogen und jetzt kommt normalerweise der Teil des Tages, wo ich einfach schaue, was so ansteht. Ich werde mich jetzt gleich ein bisschen an meinen Laptop setzen, weil ich ein paar Sachen am Laptop zu machen habe. Normalerweise ist meine Daily-Routine immer ein bisschen anders, aber meistens drehe ich ein paar Sachen für Instagram und TikTok und mache vielleicht auch mal ein paar Fotos, je nachdem. Heute hat Nils auch noch ein bisschen mehr Zeit, deshalb vielleicht gehen wir auch noch mal ein bisschen spazieren, weil ja so gutes Wetter ist. Mal schauen. Aber ja, hier nochmal auch im Tageslicht mein Look. Ich mag momentan irgendwie ganz gerne so leicht rosane Looks. Es gibt mir halt so einen Frühlingsvibe und irgendwie finde ich das auch ganz cool zu den Haaren. Die sind ja jetzt gerade wieder frisch getönt, deshalb sind die auch so intensiv. Aber ich liebe das mega, wenn die frisch getönt sind. Diese Farbe, ich bin einfach immer noch richtig verliebt in diese Farbe und bin immer noch so froh, dass ich das gemacht habe. Und ich bin übrigens auch richtig froh, dass ich das mit den Bildern gemacht habe. Die liebe ich nämlich auch mega. Und ich hatte so keine Ahnung, was daraus werden würde, ob das so überhaupt was werden würde oder ob das voll nach hinten losgeht. Aber ich finde es richtig gut geworden, vor allem für so einen ersten Versuch.
immer so casual, wie sie so hier so chillt. Der ein Foto so am Hängen. Es ist mittlerweile abends. Ich habe eigentlich relativ viel am Laptop gemacht, auch noch ein paar Sachen gedreht, wie erzählt. Und habe jetzt gerade angefangen, ein bisschen unseren Urlaub zu planen für dieses Jahr. Mal schauen, wir sind noch ganz am Anfang der Planung, deshalb mal schauen, was es am Ende wirklich wird. Aber ich freue mich drauf und ach ja, Urlaubsplanung. Das ist irgendwie mal stressig, aber irgendwie liebe ich es ja auch. Ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen, dass ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen würde. Schaut auf jeden Fall bei Salted vorbei, nutzt die 40% Rabatt. Es lohnt sich wirklich, ich kann es euch nur empfehlen. Schaut auch gerne mal bei TikTok und Instagram vorbei, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten neuen Video. Ciao!